Ich bin Beate Grudzinski, ich bin Heilpraktikerin seit knapp 30 Jahren und mindestens genauso lange auch in der Weiterbildung und Ausbildung tätig. Ich bin Thalamus sehr verbunden, habe früher auch für Thalamus gearbeitet. Bin jetzt an einer kleineren Heilpraktikerschule im Rhein-Main-Gebiet und arbeite ansonsten online. Kenne Wolfgang und sehr gut und auch einige der Dozenten und freue mich, dass ich hier euch was über diesen Traumberuf erzählen kann, beziehungsweise über den Weg dorthin. Wie komme ich zu diesem Traumberuf? Was ist da wichtig? Ich habe am Anfang gleich eine Frage an euch. Mich würde interessieren, wer von euch ist in der Ausbildung drin? Bei den anderen gehe ich davon aus, dass ihr einfach Interesse habt, dass ihr mal gucken wollt, schnuppern wollt, vielleicht die Ausbildung plant, vielleicht einfach ein Ja in den Chat reingeben, nur dass ich so eine Idee habe, wer ist denn schon drin und ist schon am Lernen? Nur dass ich mal so einen Überblick habe, wie viele das betrifft. Ah ja, okay. 2 von 20. 3. Gut. Okay, also ganz viele neue Teilnehmer, neue Interessenten. Schön, wunderbar. Dann legen wir gleich los, vielleicht am Anfang. Ich habe eben noch mal den Titel gesehen, der heißt Traumberuf Heilpraktiker. Und da das für mich so selbstverständlich ist und ich eher so die Erfahrung gemacht habe, wie ist das, wenn jemand dann auf dem Weg schon ist und hat das Problem mit dem Lernen. Man hat ja in der Regel noch was anderes zu tun und hat Familie und hat Beruf und hat dann Probleme eventuell mit dem Lernen, mit der ganzen Fülle des Stoffes. Und ich würde euch gern was darüber erzählen, aus meiner Erfahrung heraus, welche Fehler werden denn häufig gemacht und wie kann ich sie vermeiden? Und ich habe das mal auf die 5 häufigsten Fehler reduziert in der Prüfungsvorbereitung und wie du sie vermeidest. Ich hätte auch noch dazu schreiben können, damit der Weg zu deinem Traumberuf auch ein Traumweg wird, der dir Spaß macht und wo du das Gefühl hast, ich bin hier an der richtigen Stelle und ich werde erfolgreich meine Prüfung bestehen. Und ich lese jetzt einfach mal hier runter. Vieles, denke ich, wird euch bekannt vorkommen. Du beginnst zu spät mit dem regelmäßigen Lernen. Du arbeitest ohne System, also Lernplan oder Zeitplan. Du nimmst dir zu viel Lernstoff vor, Quantität vor Qualität. Du erlaubst dir keine oder zu wenig Pausen und du arbeitest ohne Controlling. Und wir gehen die einfach mal alle durch. Und mein Anliegen ist es, euch etwas darüber zu erzählen, wie man Lernen schön und angenehm gestalten kann, auch wenn man ein Prüfungslernen vor sich hat. Ich selbst habe das Glück, ich habe schon immer gern gelernt. Ich bin begeistert von dem, wie unser Gehirn arbeitet und was man mittlerweile auch alles darüber weiß. Und ich weiß, je mehr ich das Gehirn ungestört arbeiten lasse, desto entspannter kann ich lernen und desto mehr Spaß habe ich dabei. Und das ist das Hauptthema. Euch diese Tatsache näher zu bringen und euch zu motivieren, vielleicht das eine oder andere dann später auch auszuprobieren, sodass ihr euren Traumberuf auch auf einem Traumweg entgegengehen könnt und dann sicher in die Prüfung geht. Fangen wir an mit dem ersten. Du beginnst zu spät mit dem regelmäßigen Lernen. Naja, vielleicht wirst du denken, da hätte ich jetzt keinen Workshop für Buch, das weiß jeder. Und trotzdem funktioniert es vielleicht nicht so richtig. Wir wissen es vielleicht noch nicht alle, wenn diejenigen, die neu sind, aber die Heilpraktikerprüfungen stehen fest. Die finden am 2. Mittwoch im Oktober statt am 3. Mittwoch im März. Und wir haben ja nächste Woche auch wieder Prüfungen. Es ist für alle Schulen immer eine aufregende Zeit für die Teilnehmer dort. Was haben wir für Ausreden, warum wir nicht lernen können? Das ist dieses berühmte Ja, aber. Ich habe rechtzeitig begonnen, aber zwischendurch habe ich zu wenig Zeit. Mir ist gleich zu Anfang was dazwischen gekommen oder auch währenddessen, letztendlich egal. Beruf, Familie. Die Erkenntnis, ich lerne besser unter Druck. Oder auch, ich habe meine Prüfungen immer so bestanden, indem ich 3 Monate vorher angefangen habe zu lernen, dann aber intensiv. Das möchte ich auch niemanden absprechen, dass das funktioniert. Die Frage ist, ist es etwas, was uns und unserem Gehirn gut tut? Das zweite wäre, du arbeitest ohne Lernplan. Das ist natürlich die Frage, was ist ein Lernplan? Normalerweise habt ihr einen Lernplan, ihr habt einen Stundenplan
Auf dem Stundenplan steht zum Beispiel das Thema Herz-Kreislauf. Ihr wisst, ihr habt 10 Wochen Zeit. Das ist jetzt fiktiv, das hängt vom Stundenplan ab, auch je nachdem, welches Programm ihr bucht. Und bei den Organsystemen geht es eigentlich immer um Anatomie, Physiologie und Pathologie und die muss man lernen. Da gibt es später Multiple-Choice-Fragen dazu und auch die mündlichen. Da wäre die Frage, gibt es da noch was anderes außer diesen Lernplan, dass man den einfach durcharbeitet? Und das Zweite als Beispiel einfach mal das Thema Psychiatrie. Da hat man ein bisschen weniger Zeit dafür, umso mehr Stoff. Und das Problem in der Psychiatrie ist immer, wir haben kein Organsystem so richtig. Das heißt, das Ganze schwimmt. Das ist irgendwas Nebulöses. Und die Frage ist, wie kriegen wir das gebacken? Was ich von meinen Teilnehmern kenne, ist, sie versuchen immer alles zu verstehen, alles aufzunehmen, die ganze Fülle an Informationen. Und so sehen die dann auch entsprechend aus. Mit der Frage, wie schaffe ich das nur? Nächstes Thema, du nimmst dir zu viel Lernstoff vor. Da könnte man sich natürlich jetzt fragen, geht es eigentlich, dass ich mir zu viel Lernstoff vornehmen kann? Weil das ist ja auch eine ganze Menge Lernstoff und ich muss das ja auch wissen, zum einen für die Prüfung, wo es dann auch abrufbar sein muss. Und zum anderen natürlich auch für die Praxis, weil ich möchte ja damit auch auf Basis dieses Wissens den Menschen helfen können. Ich möchte Diagnosen stellen können. Ich möchte die dann auch therapieren können. Also eigentlich streng genommen kann ich mir gar nicht so viel Lernstoff vornehmen, weil ich muss es ja alles wissen. Und bevor wir das beantworten, muss ich denn wirklich alles wissen oder wie kann das sein, dass ich an Wissensstoff bei mir selbst im Gehirn drankomme, machen wir einfach mal eine kleine Übung und schauen uns was an, was unser Gehirn eigentlich leistet, ohne dass wir jetzt irgendwie vorbereitet sind. Und da lasse ich euch jetzt gerade mal einen Moment Zeit, euch diesen Text anzuschauen und einfach mal zu lesen, was da steht und was euch auffällt. Und die Frage ist, was fällt euch auf? Vielleicht kann auch der eine oder andere kurz in den Chat was reinschreiben. Wie gut kann man das lesen? Und woran liegt es, dass man das so und so lesen kann oder nicht lesen kann, je nachdem. Frage einfach, könnt ihr es lesen? Und fällt es leicht oder schwer? Die Bitte in den Chat vielleicht kurz reinzuschreiben, dass ich so einen Blick habe. Seid ihr noch bei mir oder? Aha, man kann es eigentlich sofort lesen, weil das Gehirn richtig ergänzt, genau. Ja, man kann es tatsächlich beim schnelleren Lesen schneller erfassen. Das ist eine sehr interessante Feststellung, weil wir ja oft das Gefühl haben, wenn wir langsam lesen, oder wenn wir zu schnell lesen, dass wir nicht verstehen, was da eigentlich steht. Mit dem Ergebnis, dass wir noch langsamer lesen oder sogar zurückspringen. Ich gehe mal eins weiter. Einfach mal da reinschauen. So ein bisschen das Kontraprogramm. Was könnt ihr hier feststellen? Könnt ihr auch schnell und langsam lesen, das ist letztendlich egal. Aber ich denke, man kann sehen, der Text ist schon so zusammengestellt, dass es dem Gehirn viel leichter fällt, diesen Inhalt aufzunehmen. Dann kommt ein dritter kleiner Text, den hat der eine oder andere sicher schon irgendwo und sei es Facebook gesehen. Da bitte ich auch um eine kurze Rückmeldung. Könnt ihr das lesen? Wie gut funktioniert das? Genau, je weniger man denkt, umso besser liest man.
erweitere das und gehe schon mal ein bisschen voraus und sage, je weniger man denkt, desto besser lernt man. Ich weiß, das ist jetzt sehr provokant, aber tatsächlich. Und dann setze ich noch mal einen oben drauf und gebe euch einen Moment Zeit, diesen Text hier, wenn es geht, komplett zu lesen. Ich sage euch, es trifft das genau dasselbe zu wie bei den beiden anderen. Wie klappt es mit dem Lesen hier? Ah, ich sehe, hier sind Profis dabei. Okay. Ne? Genau, mit jeder Zeile geht es besser. Richtig. Wir können uns da so ein bisschen eintunen, ne? Ich hatte bei einer Übung in einem eigenen Kurs mal jemand, die versucht hat, das tatsächlich am Anfang Wort für Wort zu lesen und ist dann natürlich bei den Zahlen hängen geblieben. Das funktioniert tatsächlich fast nur, wenn ich schneller drüber hinweg lese. Da ist die Frage, woher kommt es, dass das funktioniert? Wir tun uns mit Fremdwörtern schwer, mit Bedeutungen, mit schwierigen Worten und hier ist fast alles in Zahlen abgebildet und irgendwie können wir es aber lesen. Wie funktioniert es? Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Wie kommt es dazu, dass unser Gehirn zu solchen Leistungen, und zwar auch in so einer Geschwindigkeit, und das ist jetzt noch relativ langsam insgesamt für das, was im Vergleich zu dem, was unser Gehirn tatsächlich leisten kann. Und da schauen wir uns ein bisschen an, wie lernen denn die Kinder? Wie lernen die Kinder, wenn sie groß, wenn sie klein sind und wenn sie groß werden? Wie ist das bei der Entwicklung? Hier haben wir ein typisches Bild, wenn Kinder irgendwo im Kindergarten oder in der Kita sind. Was machen die? Die spielen, die folgen ihrer Neugier, die probieren aus, die haben eine Entdeckerfreude. Und die Frage ist auch hier, wenn man sie lässt, man könnte natürlich jetzt sagen, das ist ja alles nur ein Spiel, was soll ich damit anfangen? Weil in so einer Ausbildung, in so einer Heilpraktiker-Ausbildung ist das ganz was anderes, weil ich kann ja nicht spielen, ich muss ja hier eine Prüfung will ich bestehen. Und da kann ich mich jetzt nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Ja und nein. Mit solchen, was man hier sieht auf dem Bild, wahrscheinlich nicht oder zumindest nur eher weniger, weil wir haben einen vorgegebenen Inhalt. Aber die Art und Weise, da können wir uns bis zu einem gewissen Grad auch was abschauen. Wenn wir uns anschauen, was ein kleiner Mensch lernt von Haus aus, weil da kriegt er keinen Unterricht in dem Sinn, der fängt an zu krabbeln, der fängt an zu sitzen, der steht aufrecht, der fährt irgendwann Fahrrad und der lernt, mit dem Besteck zu essen und aus dem Glas zu trinken. Und jetzt war ich eins zu schnell. Nee, war ich nicht. Und die Frage ist, wie lernt er das? Durch Vorbilder. Kinder lernen enorm viel, indem sie Erwachsenen alles Mögliche abgucken, aber auch mit Anleitung. Und ganz wichtig, durch Ausprobieren und Üben. Das ist ein Aspekt, der wird oft in der Ausbildung, also wenn Erwachsene in irgendeiner Form eine Ausbildung machen und im Besonderen auch bei der Heilpraktiker-Ausbildung vergessen, dass Ausprobieren und Üben und Zeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir haben oft den Anspruch, dass wir alles möglichst schnell begreifen müssen und auch Intus haben müssen. Ein kleines Kind hat ganz viel Übung und ganz viel Try and Error, also versuchen und Fehler machen. Und unser Gehirn ist darauf programmiert, aus Fehlern zu lernen. Und ich kann noch eins weitergehen und kann sagen, Fehler vermeiden behindert das Lernen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir in der Regel dazu neigen, das hat es kulturell auch bedingt, wir wollen keine Fehler machen. Wir wollen möglichst irgendwas lesen, irgendwas lernen und relativ schnell das schon können. Ich hatte am letzten Sonntag eine Teilnehmerin, ich bin gerade bei den Infektionskrankheiten bei uns und die ist sehr fleißig und sehr präzise, sehr ordentlich und ist verzweifelt, weil sie das alles nicht kann. Und ich habe sie gefragt, woher weißt du das denn, dass du das nicht kannst?
Und dann sagt sie, ja, ich lese das einmal, ich habe das da und da stehen. Und wenn ich dann abfrage, und dann weiß ich nur noch die Hälfte. Ich sage, und wie oft hast du es gelesen? Einmal. Ah ja, okay. wenn ein Kind einmal einen Löffel zum Mund führt und wir würden erwarten, dass es das dann schon das nächste Mal gleich perfekt macht, das würde keiner von uns verlangen, aber wir verlangen das oft von uns. Deswegen, da lege ich besonderen Wert drauf, dass wir zur Kenntnis nehmen, unser Gehirn ist so programmiert, dass es aus Fehlern lernt. Das können wir einfach an der Entwicklung vom Kind sehen und es trifft auf die körperliche Entwicklung genauso zu wie auf die intellektuelle Entwicklung. Das ist überhaupt kein Unterschied. Das heißt, zum gehirngerechten Lernen gehört es dazu, dass wir uns erlauben, Fehler zu machen. Mehr noch, dass wir das sogar ein bisschen provozieren. Wie das geht oder so, was wir dazu beitragen können, komme ich später noch drauf zu sprechen. Das ist das, was wir von der Entwicklung her sehen. Und ich möchte jetzt einen kleinen Ausflug machen zum Thema Nervensystem. Das heißt, eigentlich die organischen Voraussetzungen dafür, dass Lernen funktionieren kann. Das wird ganz schnell und auch oberflächlich. Keine Bange, wir machen keinen Neurologieunterricht. Die kleinste Einheit des Nervensystems, also vielleicht erstmal generell, unser Nervensystem ist im Prinzip ein Kommunikationssystem im Körper, was weit verzweigt ist. Das kann man sich vorstellen wie in einem Haus, die Stromleitung, sage ich jetzt einfach mal. Und die kleinste Einheit ist das Neuron, die Nervenzelle. Und beim Neuron ist es so, dass es diese, den dritten nennt man das, diese Äste hier hat. Von hier wird Information empfangen, wird hier weitergeleitet. Also man sieht das hier an den Pfeilen, wie die Richtung ist. Und wird weitergeleitet durch das Axon, durch diesen Ausläufer zu sogenannten Endköpfen. Und diese Endköpfe liegen dann wieder an anderen Nervenzellen an oder auch an Organen. Und das Ganze bildet dann so ein Netzwerk, also ganz, ganz viele Nervenzellen, die sozusagen miteinander verdrahtet sind auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und dann haben wir noch das gesamte Nervensystem im Überblick, Gehirn und Rückenmark und auch die Peripherie. Das heißt, unser ganzer Körper ist durchzogen von dem Nervensystem. Überall, von oben bis unten, in den kleinsten Fußzeh, in die kleinste Fingerspitze und auch in jedes Organ ist unser Körper innerviert, nennt man das. Und es ist ziemlich schnell, bis zu 120 Meter pro Sekunde. Wenn man das mal umrechnet, dann sind das ungefähr 430 Kilometer in der Stunde. Also nicht alle Verbindungen laufen so, aber es gibt Verbindungen, die so schnell laufen. Und wir haben ungefähr 1 Billion Nervenzellen. Also das ist eine absolute Zirka-Zahl. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was 1 Billion sind. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Also für mich heißt das, gespeichert und gefühlt, es ist ziemlich viel. Das heißt, wir können es mit unserem Verstand letztendlich nicht wirklich nachvollziehen. Diese Verbindungen, die man hier so schön auf diesem Foto sieht, sind für das Nervensystem das Entscheidende. Das heißt, wie gut unser Nervensystem funktioniert, hängt primär davon ab, wie gut sind die Nervenzellen untereinander verdrahtet. Und die sind nicht von Anfang an gleich alle miteinander verdrahtet, sondern hier ist mal ein kleines Bild, eine Grafik gegeben. So ungefähr, also im Verhältnis ist es zu sehen, das sollen Neuronen, also Nervenzellen bei einem Neugeborenen, da ist noch relativ wenig Verdrahtung. Heute weiß man mehr darüber, dass auch in der vorgeburtlichen Phase einiges verdrahtet wird. Aber wenn das Kind auf die Welt kommt und sich in der Welt zurechtfinden muss, dann geht es rund. Ja, dann kommen immer mehr Verdrahtungen, immer mehr und immer mehr, bis wir hinterher eine Fülle von Verdrahtungen und Verknüpfungen im Nervensystem haben, die wir brauchen, sodass unser Nervensystem funktionieren kann. Die Voraussetzung, dass das Ganze funktioniert, ist, dass man diese Verknüpfung und diese Straßen, ich nenne die jetzt mal Straßen, weil das ist so ein bisschen wie unser Straßennetz, dass man sie benutzt. Und entsprechend dem, wie oft und auch wie man sie benutzt, wird verdrahtet. Also ein Kind, was jetzt zum Beispiel hier in Deutschland auf die Welt kommt, vielleicht in Stuttgart, wird lernen müssen, mit Verkehr zum Beispiel umzugehen. Wenn das Kind jetzt irgendwo in einem Dschungel aufwächst, dann sind andere Dinge wichtig. Und entsprechend dieser Informationen funktioniert auch die Verdrahtung. Wir gucken nochmal weiter.
Dann können wir sehen, also hier nochmal die Verdrahtung. Das ist ein Bild von unserem Gehirn, was man mittlerweile weiß, dass es im Gehirn verschiedene Zentren gibt, wo bestimmte Abläufe bevorzugt stattfinden. Ne, da sehen wir einmal ein motorisches Zentrum, das ist zuständig jetzt hier zum Beispiel für meinen Zeigefinger, der hier den Pfeil hier bewegt. Dann für das Gefühl, dass ich auch weiß, dass ich hier auf der Tastatur bin. Für die Raumorientierung, fürs Sehzentrum, fürs Hörzentrum und so weiter. Das ist eine relativ simple Übersicht. Mir geht es nur darum, dass vielleicht diejenigen, die darüber noch nicht so viel gehört haben, einfach sehen, aha, wir haben im Gehirn Areale, die unterschiedlichen Aufgaben haben oder betreuen. Und was aber das Wichtige ist, ist, dass diese Areale untereinander eigentlich alle irgendwie verbunden sind. Auch hier nur stellvertretend ein paar Verbindungen dafür. Und um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, kann man noch sich dieses hier mal anschauen. Das ist eine Draufsicht vom Gehirn. Es ist ein Bild, was ich gefunden habe von einem Bericht von der TU Dresden. Da hat man geguckt, welche Verbindungen gibt es bei bestimmten Körperübungen. Man hat gesehen, aha, hier gibt es Bereiche im hinteren Bereich des Nervensystems und im vorderen Bereich des Nervensystems. Und hat geschaut, wie sind die miteinander verbunden. Also wie feuern die, sagt man dazu. Das ist dann, wenn ein Neuron den Reiz weiterleitet. Und dann hat man festgestellt, wenn jemand bestimmte Übungen ständig macht, also immer wiederholt, dann vervielfachen sich diese Verbindungen. Und zwar immens. Das ist jetzt hier nur relativ vereinfacht noch dargestellt. Und dasselbe gilt aber nicht nur für die Körperübungen, sondern das gilt auch für intellektuelle, geistige Übungen, das heißt also auch für das Lernen. Man hat also festgestellt, dass unser Gehirn mit Netzwerken arbeitet. Man kann hier auch sehen, es gibt verschiedene farbige Punkte, hier rot, pink oder violett und nochmal rot dargestellt. Und in einer gewissen Form bilden diese Punkte eine Einheit. Das heißt, das Gehirn feuert nicht einfach wild hin und her, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, sondern feuert gezielt bestimmte Bereiche an. Und es sind immer mehrere Einheiten, die da zusammenarbeiten. Also es gibt im Gehirn nicht wirklich was Lineares. Fest steht auf jeden Fall, übe ich, dann erweitere ich mein Gehirnnetzwerk. Mache ich das regelmäßig, umso besser. Gehen wir eins weiter. Das habe ich schon gesagt. Man hat festgestellt, das Gehirn arbeitet mit Netzwerken und auch mit Sub-, also mit Unternetzwerken. Manchmal werden sie auch Cluster genannt. Und Übung macht den Meister. Regelmäßiges Lernen sorgt für erhöhte und gezielte Gehirnaktivität zwischen den Lerninhalten. Das heißt, es ist in jedem Fall günstiger, wenn ich in irgendeiner Form eine Regelmäßigkeit mir aneigne, weil dann immer und immer wieder, auch wenn es vielleicht nicht so oft ist, die Regelmäßigkeit macht's oder die Wiederholung macht's, immer wieder bestimmte Straßen abgefahren werden und bestimmte Punkte angeklickt werden. Gehen wir noch eins weiter. Was ich damit auch noch zeigen will, ist, wir haben hier bestimmte Punkte und wir haben hier bestimmte Punkte. Das heißt, die Art und Weise, wie das Netzwerk im Gehirn arbeitet, ist, wie ich schon gesagt habe, nicht linear, sondern es geht von einem Grobzustand in einen feinen Zustand. Und es gibt manchmal so Quiz-Sendungen, da kann man Folgendes sehen. Man sieht ein gepixeltes Bild. Das ist hier ein sehr grob gepixeltes Bild. Und das habe ich auch absichtlich gewählt. Weil irgendwie kann man sich darunter schon so ein bisschen was vorstellen. Frage an euch, was könnte das sein? Einfach mal so Bauchgefühl. Nach was schaut es aus? Genau, ein Gesicht. Noch eine Idee? Letztens hat jemand gesagt, Hamster. Hätte vielleicht auch sein können. Er weiß ja nicht, was das da drumherum ist. So, wenn wir das jetzt ein bisschen genauer machen, das heißt, wir haben noch mehr Informationen. Und damit werden die Pixel feiner. Was könnt ihr da sehen und erkennen? Ich denke, das Gesicht,
Also man sieht deutlicher, dass es vielleicht kein Hamster ist. Wer sieht noch etwas mehr da drin? Okay. Genau. Und hier haben wir es noch deutlicher und hier haben wir es noch deutlicher. Unser Gehirn kann anhand von wenigen Informationen von diesem Bild links oben, also wenn man nur das erste gezeigt bekommt, das habt ihr vielleicht nicht so deutlich gemerkt, aber was unser Gehirn in dem Moment macht, ist, es versucht zu erkennen und vergleicht es mit allem Möglichen, was er in dieser Art und Weise schon gesehen hat. Also man kann so im weitesten Sinne auf die Idee kommen, dass das ein Gesicht ist. Es hat tatsächlich mal jemand Hamster gesagt. Ich habe dann gefragt und derjenige hat hier die, zum Beispiel diese hellen hier gar nicht so, das könnte ja auch ein Hintergrund sein und hat mehr so hier dieses Vordere gesehen. Das ist auch in Ordnung, das macht ja nichts. Es geht ja nicht darum, jetzt hier der Erste zu sein. Wir gewinnen auch keine Millionen. Es ist jetzt nicht das Millionärsquiz, sondern wir gucken beim nächsten Pixel und da sehen wir, aha, hier zeigt sich langsam das Gesicht. Und unser Gehirn ist am Arbeiten und erkennt, es hat schon irgendwie mal so eine Figur gesehen, ja, so eine Frisur, auch so eine Haltung. Und siehe da, wenn man es auflöst, es ist Marilyn Monroe. Ich mache nochmal eins, so ganz auf die Schnelle. Hier haben wir auch ein Gesicht, das verrate ich. Und hat jemand schon eine Idee, wer das sein könnte? Ich weiß ein bisschen wenig, aber. Beim zweiten erkennt ihr es garantiert. Ich weiß nicht genau, wie die Altersstruktur ist. Ich bin nicht so ganz fit bei den Leuten, die Jüngeren vielleicht so abfahren, aber ich denke, hier kann man schon erkennen. Ganz genau, es ist Heino. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal an, wie kommt das Ganze zustande? Ein Stück weit haben wir schon was gesehen. Aber ich möchte hier nochmal auf etwas Bestimmtes eingehen, wie das Gehirn seine Strukturen schafft. Also, wir haben zum Beispiel, wenn wir an unsere Großmutter denken, vergesst einfach jetzt mal Großmutter A und B, man hat ja oft zwei Großmütter. Wenn ich das Wort Großmutter reingebe, dann kommen bei jedem von euch mit Sicherheit unterschiedliche Assoziationen. Hier im Bild ist einfach mal vorgegeben Apfelkuchen und Märchen. Also ich erfinde jetzt einfach auf die Schnelle die Großmutter, die immer den leckeren Apfelkuchen gebacken hat und die Märchen erzählt hat. Dann gibt es noch eine zweite Großmutter. Das ist die eine vom Vater, die Mutter, und eine von der Mutter, die Mutter. Wichtig ist, dass ihr seht, diese farbigen Punkte stehen praktisch für Stellen im Gehirn, wo diese Figuren gespeichert sind. Ja, es ist dabei im Moment unwichtig, ob das seitlich vorne, hinten in der Mitte ist. Es geht nur darum zu sehen, aha, zeigt hier Verbindungen zwischen unterschiedlichen Teilen im Gehirn an. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Großmutter an mehreren Stellen im Gehirn abgespeichert ist. Das ist wichtig. Und zwar ist die einmal abgespeichert allein, dann ist sie abgespeichert zusammen mit der anderen Großmutter, dann ist sie abgespeichert zusammen mit Apfelkuchen und der anderen Großmutter. Und dann ist sie nochmal abgespeichert mit Märchen. Und hier nur mit Märchen, hier mit Märchen und andere Großmutter. Und hier haben wir die Märchen nur mit dem Apfelkuchen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach einem Apfelkuchen, wenn wir den reingeben würden als Assoziation und müssten das alles, diese ganzen Verbindungen verstehen, dann müssten wir die nacheinander abklappern, Apfelkuchen, uns überlegen, aha, und hier ist es mit den Märchen und dies und das. Also kurzum, wenn wir das linear abgehen würden, dann hätten wir viel zu tun und es würde sehr lange dauern. Brauchen wir auch nicht, weil unser Gehirn macht das von selbst. Das heißt, in dem Moment, wo ich Großmutter sage oder Oma, also was immer für jemanden die Sprache ist, da geht sofort im Gehirn was los und wird befeuert. Und alles Mögliche, von dem ich bewusst nicht unbedingt was weiß, wird angeregt im Gehirn. Ich mache mal eine kurze Pause, nur ganz kurz. Das immer, ist das verständlich? Könnt ihr damit was angefangen? Dass, wenn man irgendein Wort, irgendeinen Begriff möglichst in der Sprache, die man sprechen kann, aber es kommen auch Begriffe bei Sprachen, die man nicht kann, das ist auch eine andere Geschichte. Dass es dann im Gehirn mehrere Stellen gibt und die auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verknüpft sind und dass das Gehirn selbstständig
sozusagen dorthin geht, ohne dass ich groß danach suche. Ich mache es andersrum. Wenn ich das nochmal erklären soll, bitte ich kurz eine Meldung im Chat, weil das ist wichtig für das Verstehen des Folgenden. Okay, danke, Tatjana. So, jetzt könnt ihr sehen, alle, nicht alle, aber alle, doch alle haben untereinander irgendwie eine Verbindung. Und außerdem sind diese Verbindungen, bilden die auch noch so ein kleines Extrafeld. Und dieses Extrafeld sind diese Netzwerke, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, man kann hier ein Feld sehen, man kann da ein Feld sehen und man kann hier dieses blaue Feld sehen. Das heißt, die sind in sich, haben die eine Verbindung und haben aber auch noch Verbindung zu anderen Feldern. Grob gesagt ist das diese Art des Netzwerks, die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, unser Gehirn funktioniert nicht linear, sondern es funktioniert mit Netzwerken und mit Beziehungen untereinander. Und wenn ihr diejenigen, die vorhin bei dem GAP-Vortrag waren, ohne dass ich den gehört habe, aber da wisst ihr, es geht um Beziehungen. Das ist was ganz Ähnliches und hat was damit zu tun, dass wir so gestrickt sind. Ich mache da einen Punkt, weil sonst würde ich zu weit kommen. Aber es läuft nichts bei uns im System ohne Beziehung. Das ist einfach so. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da zu unserem Lernen? Und dazu ist es gut, wenn wir wissen, wir können ja für Großmutter A, B, Apfelkuchen was anderes setzen. Zum Beispiel den Begriff Psychose, den Begriff Depression und den Begriff Krieg. Also, wenn ich zum Beispiel den Begriff Psychose lernen will und höre den das erste Mal, dann ist so die Frage, was fällt mir dann ein? Das könnte zum Beispiel der Begriff Depression sein, das könnte der Begriff Großmutter sein und es könnte auch der Begriff Krieg sein. Ich gebe das nur als Beispiel. Ich bin mir im Klaren darüber, dass jeder von euch eigene Assoziationen hat. Mir geht es aber darum, dass ihr lernt, aha, das sind Assoziationsbahnen, die passieren automatisch und ich kann sie für mein Lernen nutzen. Es wird schwierig, wenn ich anfange, nur linear zu lernen. Ich habe das Ganze nochmal mit einem Beispiel gemacht. Herz-Kreislauf. Ja, es geht um das Thema Herz-Kreislauf. Ihr seid im Unterricht und ihr besprecht, was ist eine Herzinsuffizienz, was ist KHK, koronare Herzerkrankung. Und so ganz nebenbei wird aber auch das Thema Liebeskummer vielleicht angeklickt, weil ihr gerade im Moment damit zu tun habt oder eine Freundin von euch damit zu tun hat. Das heißt, egal wie fachlich es wird, ihr habt immer eure höchst individuellen eigenen Assoziationen dazu und euer Gehirn ist ständig am Machen und Tun und am Werkeln. So. Das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass wir hier oben ein System haben, ein wunderbares Kraftwerk an, wie soll ich sagen, Kreativität, an Aktion, an Lernen auch, weil das Gehirn lernt ja, ne? Wenn wir uns daran erinnern, das Neugeborene hat noch nicht so viele Verbindungen und je älter man wird, desto mehr Verbindungen gibt es. Ja, wenn man noch älter wird und man benutzt die Verbindungen nicht, dann werden es auch wieder ein paar weniger. Das ist tatsächlich etwas, was passiert. Aber das ist das Gute, unseren Gehirnmuskel, den können wir ständig trainieren und zwar, indem wir einfach offen bleiben und uns mit Themen beschäftigen. Und eine Heilpraktiker-Ausbildung ist super dafür, abgesehen von dem Thema, ihr wollt vielleicht eine Praxis eröffnen oder ihr wollt auf jeden Fall die Prüfung machen, ist das Thema auch interessant, weil es geht um den Menschen. Es geht um Körper und es geht um die Psyche, je nachdem, wie weit ihr gehen wollt. So, die Frage ist jetzt, wie kann man das machen? Weil die Kunst ist es, das Lernen so aufzubauen, dass dieses neuronale Netzwerk genutzt wird, was schon da ist. Und dass ich es möglichst auch nicht ausbremse, was sehr oft gemacht wird. Also, wenn das System, neuronales Netzwerk im Gehirn beim Lernen berücksichtigt wird, dann arbeitest du mit deinem Gehirn Hand in Hand. Und ich kann noch weiter sagen, dann hast du nicht mehr so viel zu tun. Beziehungsweise das, was du zu tun hast, wird leichter. So, wie kann ich jetzt auf das neuronale Netzwerk zugreifen?
da ist es wichtig, erstmal zu gucken, was ist denn der Ist-Zustand? Also, der Ist-Zustand könnte sein, im letzten Unterricht wurde das Thema affektive Störungen besprochen. Jetzt habe ich 5 Tage Zeit, das Thema zu wiederholen oder zu bearbeiten. Das ist ein Fakt. Ne? Das ist so ein typisches Ist-Zustand aus dem Unterricht. Ihr seid an irgendeiner Stelle im Stundenplan. Ihr hattet am Mittwoch Unterricht und sitzt am Donnerstag da und das ist der Ist-Zustand. Ihr habt im Hinterkopf das Gesamtthema. Ja, in dem Fall Psychiatrie, 5 Wochen mit den Inhalten. Und als nächstes ist es wichtig, was ist die Zeiteinteilung? Wie sieht die Zeiteinteilung aus? An welchen Tagen habe ich wie viel Zeit zum Lernen? Das ist gut, sich das vorher zu überlegen und nicht die Woche anrollen zu lassen und dann am Dienstagabend festzustellen, oh, die Zeit ist aber schnell rumgegangen, da muss ich nochmal zusehen, dass ich mal schnell in die Unterlagen gucke. Sondern wir sprechen jetzt davon, wie arbeite ich mit meinem neuronalen Netzwerk möglichst sinnvoll zusammen. Und wenn ich eine Woche lang nichts gemacht habe und mir nicht bewusst gemacht habe, aha, was will ich denn eigentlich tun oder wie viel Zeit habe ich zum Lernen, dann fängt mein Gehirn in der Zeit von Neuem an zu suchen, ja, wo waren wir denn eigentlich? Und ich denke, dieses Gefühl kennen wir alle, wenn wir irgendwo rauskatapultiert wurden aus einem Stoff und kommen dann auf einmal wieder rein, dann müssen wir uns erstmal orientieren. Und es geht unserem Hirn ganz genauso. Also, in dem Moment, wo ihr den Tag danach da sitzt, ist es gut zu überlegen, wie sieht denn die Woche aus? Belegt, frei, wann ist frei, wann kann ich mir eine Zeit nehmen zum Lernen? Und Empfehlung ist es gut, sich das einzutragen oder aufzuschreiben, auf den Tisch zu legen, an den Kühlschrank, dort, wo ihr immer vorbeikommt oder auf den Nachttisch. Also so, dass ihr einfach im Blick habt, aha, heute Abend habe ich 2 Stunden Zeit, morgen klappt es nicht, übermorgen ist das. Und da stellt sich unser Gehirn drauf ein. Und das Optimum ist, wenn ihr es schafft, in jeder Woche ein Minimum an Zeit zu finden, die regelmäßig immer sich wiederholt. Das heißt, jeden Donnerstag Vormittag oder so. Oder jeden Abend um 18 Uhr. Es ist relativ egal, was das für eine Zeit ist. Sie sollte zu eurem Stundenplan, zu eurem Plan, Wochenplan passen und auch zu eurem Leben. Das heißt, wenn ich Kinder habe, die Frauen, die Kinder haben, die haben oft Vormittagszeit, wenn die Kinder in der Schule sind. Wenn sie klein sind, sieht es dann ein bisschen anders aus. Also, dass ihr eure Zeit wirklich für euch nehmt und auch eintragt. Und als nächstes ist wichtig, nach der Zeiteinteilung kommt das Ziel. Das heißt, was will ich in der Woche machen, inhaltlich? Was will ich denn bearbeiten? Und das dann entsprechend auch klar und schriftlich formulieren. Diese Formulierung, ich gebe jetzt einfach mal in dem Fall ein Beispiel. Also ich will zum Beispiel wissen, was ist denn eine affektive Störung? Das Thema affektive Störung wurde besprochen. Welche affektive Störungen gibt es? Wie zeigen die sich in der Praxis und was kann man therapeutisch machen? Wären jetzt so mögliche Fragen. Die Fragen, wie ihr euch die raussucht, hängt ein bisschen davon ab, wie der Unterricht, was da durchgenommen wurde. Also das ist jetzt jeweils ein Beispiel, was ich euch da gebe. Und die Frage ist, wozu soll ich denn eine Frage stellen? Warum soll ich Fragen formulieren? Ihr kennt es vielleicht aus dem Unterricht, also aus den Büchern, soweit ihr schon im Lernen drin seid, Bierbach oder je nachdem, was ihr benutzt, da ist ja meistens vor oder nach jedem Kapitel so eine Kurzübersicht, was kommt da drin vor? Und ich lese einfach mal vor, euch 2 Sätze. Das eine, du lernst Aufbau und Funktionsweise des Herzens. Oder wie wäre es, wenn du die Frage gestellt bekommst, wie funktioniert das Herz? Ich sage es einfach nochmal langsam. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, den Unterschied, einen eventuellen Unterschied festzustellen. Also einmal, du liest in dem Buch, sie lernen in diesem Kapitel den Aufbau und die Funktionsweise des Herzens. Oder du liest eine Frage, wie funktioniert das Herz?
Frage an euch und mit der Bitte auch kurz im Chat was zu schreiben. Was habt ihr einen Unterschied festgestellt oder ist es beides gleich? Ich kann es auch gerne nochmal hier für das Thema machen, was ich jetzt hier gerade drin schreibe. Was ist eine affektive Störung? Oder du lernst alles über affektive Störungen. Darf ich dem entnehmen, dass kein Unterschied festgestellt wird? Ah, interessant. Bei der Frageform fühlst du dich unter Druck gesetzt. Genau. Das ist bei uns, wenn Fragen sind, da hat man so schnell die Prüfungssituation im Kopf. Genauere Definition ist besser, genau. Okay, ich danke an die beiden, die da meistens schreiben, ein bisschen Feedback zu bekommen. Also, die eine Sache ist die Klarheit und je genauer, desto besser. Das ist richtig. Was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Fragen stellen, ist, es ist sofort dabei, sich zu orientieren. Ich stelle eine Frage, ich habe vielleicht keine Ahnung, was eine affektive Störung ist, und trotzdem wird mein Gehirn sofort feuern und irgendwo was suchen, was es findet, was dazu passt. Deswegen ist es wichtig, wenn ich mich hinsetze und lerne, zu formulieren, was will ich denn jetzt gerade lernen? Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich einfach das Buch aufschlage und sage, so, das kam jetzt als nächstes dran, ich lese es jetzt mal durch. Das ist etwas, da fängt unser Gehirn wieder an, alles Mögliche dann einzusortieren. Das kommt darauf an, was ihr euch durchlest, was da kommt. In dem Moment, wo ich im Vorfeld eine Zielrichtung vorgegeben habe, kann das Gehirn viel gezielter hier die Verbindungen angehen. Ja? Wenn ich frage, was ist eine affektive Störung? Oder welche affektiven Störungen gibt es, wird sofort hier gefeuert. Wenn ich sage, ich lese mir jetzt mal meine Unterrichtsmitschriften durch, ist es nebulöser. Okay. Kann man das nachvollziehen? Vielleicht auch diejenigen, die vielleicht etwas neuer in dem Thema drin sind, dass ich einfach mal ein kurzes Feedback bekomme. Könnt ihr damit was anfangen, dass unser Gehirn sich orientiert? Oder spreche ich da schon sehr, sehr fremd, sehr auswärts? Okay, also, Ist-Zustand feststellen, die Zeiteinteilung für die Woche machen und das Ziel klar und schriftlich formulieren. Schriftlich ist übrigens unser Gehirn arbeitet gut, wenn es ein Feedback bekommt. Wenn ich mir Dinge nur ausdenke, und ihr könnt es ausprobieren, alles, was ich sage, ihr müsst mir überhaupt nichts glauben, ich empfehle euch wirklich, es auszuprobieren. Ich weiß, ich habe so und so viel Zeit in der Woche und jetzt setze ich mich hin, ich habe eine Stunde Zeit und das war das letzte Thema. Ich möchte jetzt endlich mal wissen, was ist eigentlich genau eine affektive Störung? So, und damit beschäftige ich mich die Stunde. Dann ist unser Gehirn hier schon in Vorbereitung. Der nächste Schritt ist, und der ist auch wichtig, dass ich mir eine Übersicht verschaffe, welche Unterlagen ich nutzen will. Also Bücher, Mitschriften, Skripte, Internetbilder, Mindmaps, Vorlagen. Wichtig ist, entscheide dich für ein oder zwei Unterlagen und bleib dann dabei. Was ich immer wieder mitbekomme ist, ja, ich habe dann mindestens 3 Bücher um mich herum sitzen und gehe noch ins Internet. Ja? Was passiert dann? Das habe ich ja auch schon gemacht, ich mache das übrigens auch, so ist es nicht. Ich wundere mich dann allerdings nicht, dass ich mich im Internet total ablenken lasse und bei 3 Büchern dann auch entsprechend im Chaos ende und alles viel länger dauert. Das heißt, wenn du eine Stunde Zeit, genau, Überforderung und Ablenkung. Das heißt, wenn du eine Stunde Zeit hast, entscheide dich für 1 oder 2, maximal 2 Unterlagen und bleib dabei. Und such dir da die Antworten raus, die du da in dem Moment findest. Mehr brauchst es in dem Moment nicht. Ja? Vielleicht willst du dir was ausdrucken, vielleicht willst du dir einen Plan machen, was auch immer, verschaff dir erst die Übersicht.
Und der nächste Schritt wäre dann, jetzt geht's los, jetzt bearbeitest du den Stoff. Ja? Und zwar wählst du dir eine deiner Fragen aus, die du vorher gestellt hast. Es ist auch hier, am Inhalt müsst ihr euch nicht festhalten, was ist eine affektive Störung, wie funktioniert das Herz, es ist relativ egal. Und die Frage, die du dir ausgesucht hast, da suchst du die Antwort in den Unterlagen, für die du dich, in den beiden Unterlagen wohlgemerkt, für die du dich entschieden hast. Und du brauchst gar keine Angst haben, dass du irgendwas verpasst, weil du gehst jetzt erstmal mit dem, was da ist, weil dein Gehirn hat sich schon darauf eingestellt. Nummer eins hat sich darauf eingestellt, als du dein Ziel formuliert hast. Nummer zwei hat sich schon angefangen einzustellen, welche Unterlage du benutzt hast. Klar, wenn du mit dem Buch das erste Mal arbeitest, musst du dich auch da erst orientieren. Aber unsere Bücher kennen wir ja im Laufe der Zeit. Und wie man im Internet googelt, das kennt man auch im Laufe der Zeit. Das heißt, unser Gehirn ist schon am Arbeiten. Ja? Wenn du dir eine Frage dann rausgesucht hast, noch eine konkrete, und dann weiß dein Gehirn manchmal schon selbst eine Antwort. Ihr könnt auch mal ausprobieren, ohne dass ihr irgendwo reingeguckt habt, schon mal eine Antwort hinzuschreiben. Hoppla, da war ich jetzt zu schnell. Wir sind noch nicht in der Pause. Das heißt, du beantwortest die Fragen so gut es geht im Moment. Und ganz wichtig, notier dir, was unklar ist und wo Lücken sind. Und bei den Lücken empfehle ich auch tatsächlich, schafft euch ein Lückenheft, eine Lückendatei an, dass ihr das alles im Überblick habt. Und danach, und das ist ganz wichtig, kommt eine Pause. Wann die zeitlich gesehen kommt, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ihr generell habt. Wenn ihr eine Stunde Zeit habt, kommt ja ganz automatisch danach die Pause. Pause heißt immer, ich beschäftige mich mit etwas anderem. Und möglichst auch nicht mit irgendwas Intellektuellem. Das heißt, es kann gut sein, einen Spaziergang zu machen, es kann gut sein, einkaufen zu gehen, zu putzen, also irgendwas zu erledigen, wo unser Gehirn selber arbeiten kann und das, was ihr alles in der Stunde gemacht habt, für sich verarbeitet. Das heißt, hier diese Verknüpfungen nacharbeitet. Das macht unser Gehirn nämlich in der Zeit, wo wir pausieren. Und natürlich auch im Schlaf zum Beispiel, das kennen wir ja auch von anderen Dingen, die jetzt nichts mit einer Prüfung zu tun haben. Dann sind wir bei Punkt 4, bei der Pause. Was ich immer wieder mitbekomme, ist, die Leute nehmen überhaupt keine Pause. Wenn die den ganzen Vormittag Zeit haben zu lernen, dann wird oft keine Pause gemacht, außer Toilettengehpause. Und es ist einfach nicht gehirngerecht, weil unser Gehirn arbeitet in diesen Pausen besonders gut, wenn wir loslassen. Ich denke, das haben alle schon mal festgestellt, wenn irgendwo mal Luft war und man ist mal kurz rausgegangen, man fühlt sich frischer. Weil in dem Moment, wo ich mein Hirn, ich sage jetzt einfach mal belästige, während das Gehirn selbst arbeite, versuche ich diese Verbindungen, die werden teilweise gekappt in dem Moment, weil sie werden nicht befeuert, weil ich ja mit meinem Verstand dazwischen gehe und sage, das und das will ich noch wissen und da muss ich es aber noch genauer wissen, anstatt erstmal dem Gehirn Zeit zu geben, das auf seine eigene Art und Weise zu verteilen und dem die Ruhe dazu zu lassen und nach der Pause vielleicht nochmal dran zu gehen. Aber dann ist hier schon viel Neues geschaffen worden. Das ist der Hintergrund dabei. So, wir machen jetzt beim Vortrag keine Pause. Ah ja, erfahrungsgemäß, wie viele Pausen sind notwendig? Das hängt davon ab, wie deine Lernstruktur aussieht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Vormittag machst und hast 3 Stunden Zeit als Beispiel, dann würde ich Minimum 2 Pausen machen. Manchmal flutscht es einfach und dann gucken wir auf die Uhr und da sehen wir, sind 1,5 Stunden oder sogar 2 rum. Dann ist es so, dann war das auch richtig. Aber wenn du es dir ein bisschen einplanen willst, ist das meine Empfehlung. Und gut ist es, wenn ihr abends lernen könnt, also vielleicht nicht ganz kurz vorm ins Bett gehen, aber dass dazwischen Schlaf liegt, wenn längere Lernphasen sind. Es ist ja oft, dass die Leute irgendwie einen Tag haben, wo sie vielleicht nicht berufstätig sind oder das Wochenende oder wie auch immer und dann hat man vielleicht sogar einen ganzen Tag Zeit. Dann ist es wichtig, zwischendrin auch eine große Pause, also sprich vernünftig Mittagessen, 1,5 Stunden, dass ich Zeit habe, was zu kochen, zu essen und vielleicht noch ein Powernapping zu machen oder einen Spaziergang. Reicht dir das? Kann Pausen auch mal einen Tee kochen. Gut. Was noch wichtig ist bei der Pause, wenn ihr an einem Thema dran seid, dann ist es gut, wenn man möglichst innerhalb von 72 Stunden spätestens, besser sind es 24 oder 48, wieder an das Thema anknüpft,
weil danach rutscht es einfach weiter hinten, hinter ins Gedächtnis. Mir ist schon klar, dass das nicht immer geht, aufgrund von persönlichen, einfach was man vorhat, was angesagt ist an dem Tag. Aber wenn es irgendwie funktioniert, baut das ein, dass ihr in regelmäßigen Abständen einfach weitermacht. Und wenn ihr das entsprechend strukturiert, so wie es angesetzt ist, das heißt, dass ihr eure Fragen schriftlich formuliert, dass ihr eure Lücken, also dort, wo es nicht ganz gereicht hat, auch formuliert, dann habt ihr auch einen leichteren Zugriff darauf. Dann seht ihr genau, ah ja, das war meine letzte Frage. Ah genau, ich habe noch geguckt, welche affektiven Störungen gibt es denn eigentlich, und da habe ich nicht verstanden, was war denn das, gehört jetzt Bipolar auch dazu oder nicht, zum Beispiel. Ne? Und dann ist mein Gehirn schon wieder hier, zack, 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 und hat die Verknüpfung gebildet. So, jetzt kommt die Nummer 5. Du arbeitest ohne Controlling. Das habe ich extra an den Schluss gelegt. Also gut, es gehört auch an den Schluss inhaltlich gesehen. Aber es kommt noch was anderes, ein böses Wort. Ich habe auch extra das Englische gewählt, weil wenn ich hingeschrieben hätte, du arbeitest ohne Kontrolle, da feuert bei den meisten im Gehirn hier eine ganze Reihe. Kontrolle ist hier in unserem Kulturkreis ja ein Wort, was oft, also zumindest einen sich unangenehm fühlen lässt, vielleicht auch Angst bekommt, hat oft mit Schwere und mit Bewertung zu tun. Ich möchte dabei erinnern, und unser Gehirn arbeitet mit Controlling. Das ist völlig normal. Das geht gar nicht anders. Lebenserhaltende Muster, sinnvolle neuronale Netzwerke können sich nur bilden, wenn Erfahrungen und Aktionen immer wieder überprüft und verändert werden dürfen. Ja, wenn man sich überlegt, dieses Kind, was da versucht, diesen Löffel in den Mund zu schieben, ihr habt vielleicht eigene Kinder oder habt es gesehen, das dauert ein bisschen. Da ist ganz, ganz viel zu koordinieren. Erstens muss man den Löffel halten können. Zweitens muss man den Mund finden. Ja, und dass der erstmal nicht gefunden wird, weil man hier übers Gesicht schmiert und so weiter. Das finden wir lustig, aber tatsächlich ist genau dasselbe. Das Gehirn macht ein Controlling. Das sieht, aha, hier hat das Kind den Löffel vorbeigeschoben. Okay, das war nicht ganz richtig, der Winkel. Und hier hat es wieder vorbeigeschoben. Und da war das und da war das. Das ist ein Controlling im klassischen Sinn. Und das ist nichts Persönliches, nichts Böses. Es ist völlig normal. So arbeitet unser Gehirn. Und entsprechend diesem Controlling werden die Verbindungen geknüpft. Und wenn ich mir nicht erlaube, ein Controlling zu machen, dann kann ich auch nicht wirklich was verbessern. Dass da bei uns unter Umständen eine Bewertung, eine knallharte draufhängt und sehr oft auch die Bewertung der eigenen Person, das ist eine zweite Geschichte. Da lohnt es sich, vielleicht mal eine Sitzung dazu zu machen. Ich sage das jetzt so, weil es ist wirklich, wir stehen uns da unter Umständen dermaßen im Wege, wenn wir mit dem Wort Controlling so eine Negativbeziehung haben. Ihr könnt auch gerne ein anderes Wort dafür finden. Also wenn ihr ein Soft-Wort dafür findet, sehr gerne. Vielleicht hat jemand schon eine Idee, gerne reinschreiben. Ich gehe noch drauf ein, auf das Lernen vorm Schlafengehen. Wir müssen gerade erst weitermachen. Also wenn euch ein sanftes Wort einfällt, könnt ihr das gerne dafür setzen. Mir persönlich gefällt Controlling, obwohl ich auch einen strengen Kritiker habe und mir durchaus diese Negativbewertungen bewusst sind. Aber es hat auch was sehr Klares. Wenn ich immer wieder schaue, was fehlt mir noch an Wissen? Was brauche ich noch, um meine Frage zu beantworten? Und wenn ich mir das aufschreibe und nach 2 Wochen angucke und sehe, ah ja genau, das habe ich noch vergessen, dann ist das einfach ein wertvoller Hinweis. Dann kann mein Gehirn noch hier eine Lücke schließen. Dann weiß ich, was ich noch nachlesen muss. Und es hat mit meiner Person nichts zu tun. Ich weiß, das sagt sich so einfach, aber ich kann euch nur empfehlen, gesteht euch eine kleine kinesiologische Sitzung zu oder vielleicht auch was Größeres, je nachdem, was hinten dran hängt, und befreit euch von dieser Blockade, weil das Controlling ist etwas, was ich im Lernen sehr oft vermisse bei den Leuten. Und wenn die dann kurz vor der Prüfung stehen, ist es natürlich schwierig. Und was ich öfter mache, ist, ich habe mit Teilnehmern zu tun, die durch die Prüfung schon gefallen sind, also von woher sie auch immer sie dann kommen. Und da ist für mich das Anschauen des Ist-Zustandes und das Controlling das Allerwichtigste.
weil das auch Sicherheit gibt, wenn ich ein gutes Controlling habe. Ja, also Sinnvolles von Controlling beim Lernen heißt, von vorhin beantworte die Fragen, so gut es im Moment mit dem entsprechenden Material möglich ist, und notiere dir die Unklarheiten und Lücken. Und wenn du beim ersten Mal das Buch und deine Mitschriften benutzt hast, dann benutzt du vielleicht beim nächsten Mal das Internet. Das heißt, da kriegst du wieder andere Informationen und damit kannst du Lücken schließen. Und alles, was in der Lerneinheit offen bleibt, notieren. Das ist die beste Möglichkeit, immer am Ball zu bleiben. Wichtig ist noch dabei zu beachten, dass man diese Lückendatei in den Lernplan integriert. Das heißt, wenn du deine zeitliche und deine Zeitplanung machst, ist es gut, zwischendrin ab und zu auch mal eine Stunde zu reservieren für Lücken. Die kannst du dir dann aussuchen, welche Lücke du zuerst durchnehmen willst. Vielleicht eine, die gerade passt zu dem, was vorher gemacht wurde. Vielleicht aber etwas, was du schon lange vor dir hergeschoben hast. Wenn du das regelmäßig, regulär nebenbei machst, bleibst du am Ball und kommst. Und dein Gehirn, das ist das Wichtige dabei, dein Gehirn bleibt vor allen Dingen am Ball und vergisst nicht so schnell unterm Strich. Das ist wirklich so. Aber das kann ich, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ihr mir einfach glaubt, sondern dass ihr, wenn ihr Interesse daran habt, das ausprobiert. So, ich lese hier noch im Chat, wenn ich abends vor dem Schlafengehen lerne, geht mir so viel im Kopf herum, dass ich nicht einschlafen kann. Ja, das ist unterschiedlich. Wenn das bei dir so ist, dann lernst du eben nicht abends vor dem Schlafengehen. Oder du machst nach dem Lernen nochmal einen Spaziergang und ansonsten guckst du einfach nach der Uhrzeit. Ja, also, dass es eben nicht so spät wird, probierst du aus, was da noch möglich ist. Die Lernzeiten sind individuell einfach verschieden. Es gibt Leute, die lernen super gern und gut morgens, gleich nach dem Aufstehen. Die stehen morgens um 6 auf und sagen, da habe ich die meiste Ruhe, bis dann die Kinder wach werden und in die Schule müssen oder was auch immer. Da habe ich 1,5 Stunden für mich. Und es gibt Leute, die sagen, nee, morgens geht gar nichts, mir geht es abends. Wie auch immer, das ist wichtig, dass ihr das ausprobiert und euren Rhythmus da findet. So, und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Gucken wir uns nochmal das Wichtigste an. Und ich habe diese beiden Bildchen nicht aus Schmuckgründen dahin gebracht und immer wiederholt, sondern einfach, dass ihr euch erinnert, wir lernen durch Fehler. Und unser Gehirn baut diese Fehler und Erfahrungen ganz automatisch ein. Da müssen wir gar nicht so viel dazu tun. Das müssen wir nur wissen. Unser Gehirn arbeitet eben nicht linear, sondern zirkulär und scheinbar chaotisch, auf jeden Fall netzwerkartig. Und unser Gehirn lernt sehr gut aus Fehlern, insbesondere wenn sie häufiger gemacht werden. Also Mut zum Fehler machen. Ich ermuntere die Leute auch, wenn es im Unterricht, also mündlich, erzählt, was ihr gelernt habt und erlaubt euch Fehler zu machen. Es geht darum, dass bei jedem, wenn ihr über ein Thema sprecht, wird hier immer gefeuert. Und wenn ihr Fehler macht beim Reden, dann wird es korrigiert und das ist völlig okay. Die Verknüpfungen werden dann entsprechend richtig gemacht. Wenn ihr aber nicht drüber redet, dann wird hier erst gar nichts gefeuert und dann kann hier keine Autobahn entstehen. Dann kann hier keine feste Straße entstehen. Deshalb, regelmäßiges, rechtzeitiges Lernen gibt dem Gehirn die Möglichkeit, Wissensstoff gut zu vernetzen und damit leichter abrufbar zu machen. Das ist der Hintergrund. Ich habe gar nichts dagegen, wenn die Leute sagen, ich lerne am besten 3 Monate vorher. Das ist völlig fein. Das muss jeder selber wissen. Aber ihr habt euren Wissensstoff besser vernetzt, wenn ihr rechtzeitig lernt und regelmäßig. Ups, das war schon wieder eins zu viel. Eine gute inhaltliche Struktur gibt uns die Möglichkeit, leichter auf das schon vorhandene neuronale Netzwerk zuzugreifen, so dass unser Gehirn den Lernstoff sinnvoll eingliedern kann. Das sieht man an so einem Pixelbild. Das ist jetzt kein Lernstoff, aber das zeigt, wie es funktioniert. Ja? Wenn ich eine gute Struktur anbiete und dann wird das Vorhandene einfach schneller bei uns angeklickt und wir können auf dieses Netzwerk zugreifen. Besser eine gute Struktur mit einem Minimum an Inhalt als ein Maximum, welches in den Tiefen der Gehirnwindungen verschwindet und kaum mehr abrufbar ist. Das heißt im Klartext auch hier, wenn ihr euer Wissen als Minimum aufrechterhaltet, sodass ihr grob wisst, worum es geht, ist es besser, als wenn ihr versucht, in einer Woche
ich sage jetzt mal, den ganzen Lernstoff zu fressen, also geistig zu fressen, und ihn dann aber nicht behalten könnt, weil das Gehirn packt es irgendwo hin, weil es zu viel ist und weil ihr eure Strukturen gar nicht kennt. Es ist besser, peu à peu dieses Bild zu füllen. Und normalerweise wird beim Lernen ja auch aufgefüllt, weil zum Beispiel die Organsysteme auch ein bisschen was miteinander zu tun haben. Also wer zum Beispiel Herz-Kreislauf gut gelernt hat, der wird sich in vielen anderen Organsystemen, wird er dann auch an Fragen beantwortet bekommen, insbesondere wenn es dann um die Pathologie geht. Weil vieles hat, erklärt sich einfach aus dem Herz-Kreislauf-System her. Ein sinnvolles Controlling hält unser Gehirn auf dem Laufenden und trägt zu unserer Entspannung während der Prüfungsvorbereitung bei. Und zwar dadurch, dass es das Gehirn am Laufen hält und dass wir das auch Gefühl haben, wir wissen was. Das Controlling geht nicht nur darum, dass wir erfahren, was wir nicht wissen, sondern auch, dass wir erfahren, dass wir was wissen. Da gibt es ja diese Organisation, dass ein halbes Jahr eine Prüfungsvorbereitung dann stattfindet, wo man nochmal das, was man in den letzten 2 Jahren gemacht hat, dass man das nochmal in der Kürze sozusagen intensiv durchnimmt. Und da sagen dann die Leute, oh je, wenn ich mich darauf vorbereiten muss, ja, und dann muss ich mündlich antworten und so weiter. Aber Fakt ist, sie stellen auch fest, was sie schon alles wissen, nicht nur das, was sie nicht wissen. Das ist das, was Controlling macht. Und in den Pausen arbeitet unser Gehirn allein und ungestört weiter und wir entspannen. Das fördert die Lebensfreude. Wenn ihr so vorbereitet in die Heilpraktiker-Ausbildung oder in die Prüfung dann auch geht, dann ist wirklich Traumberuf Heilpraktiker nicht erst nach der Prüfung, sondern dann fängt der Traum und der Spaß am Lernen und der Spaß am Inhalt vor allen Dingen auch schon vorher an, nämlich währenddem ihr in der Ausbildung seid. Ja, es wird Themen geben, die mag man lieber und andere, die mag man nicht so. Aber unabhängig davon, das, was man nicht so mag, kann man durch eine gute Struktur auf den Punkt bringen, sodass sodass es eigentlich mehr so schwer fällt und man das nicht als Brocken empfindet, sondern weiß, dass man mit einem Minimum unter Umständen auch zurechtkommen kann. Habe ich Empfehlungen für Vorlagen einer inhaltlichen Struktur? Ah, okay, ich lerne ein Fernstudium. Mhm. Ja, wobei das ist ein extra Thema. Also für den Bereich, ich will gerade noch mal ein paar Folien vorgehen. Für den Bereich der Organsysteme ist einfach die Struktur Anatomie, Physiologie und Pathologie. Ne? Also du hast ja über eine inhaltliche, nach einer inhaltlichen Struktur gefragt. Und okay, ne, also da ist das hier. Bei der Psychiatrie ist es ein bisschen anders, aber du kannst grundlegend nach dem Inhaltsverzeichnis eines Buchs gehen, wenn du das Buch gut findest. Gut finden heißt, du kommst damit gut klar mit dem Lernen. Also das ist nichts, was man irgendwie nur intellektuell bestimmen muss. Das kann man wirklich so ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen. Du kannst dir das Inhaltsverzeichnis nehmen und diese Zusammenfassungen, die am Anfang oder am Ende stattfinden. Und ich empfehle wirklich, aus diesen Zusammenfassungen Fragen zu machen. Ich habe mit Leuten gearbeitet, auch die durch die Prüfung gefallen sind. Wir haben diese ganzen inhaltlichen Zusammenfassungen in Fragen umformuliert und die konnten auf einmal was damit anfangen, weil sie greifbarer geworden sind. Ja, und das ist eine Herausforderung im Fernstudium, weil da muss man natürlich selbst mehr leisten. Das andere bekommt man dann im Präsenzunterricht schon auch geliefert durch die Dozenten und vielleicht auch durch Vordrucke. Und im Fernstudium muss man die tatsächlich selbst machen. So, an dieser Stelle habt ihr noch weitere Fragen? Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, aber wirklich erst, wenn ihr eure Fragen gestellt habt. Okay. Was ich euch empfehle, überlegt dir, welchen Lernschritt möchtest du gerne als nächstes ausprobieren? Das betrifft diejenigen, die vielleicht im Moment selbst im Lernen sind. Vielleicht habt ihr aber auch was gehört, was euch jetzt gerade interessiert, wo ihr sagt, ach, das könnte ich mir mal vorstellen, das auszuprobieren. Wenn dem so ist, schreib es dir auf, welchen Lernschritt du ausprobieren möchtest. Ich gehe noch mal eine
Folie zurück. Das ist ja so die Übersicht von dem, was man machen kann. Und noch eins dazu. Überleg dir bitte auch gleich, wann du das ausprobieren willst. Und wenn es irgendwie geht, innerhalb der nächsten 7 Tage. Eine kleine Sache, ein kleines Minimum. Erfahrungsgemäß ist alles, was darüber hinausgeht, ganz schnell weg. Und was wichtig ist zu berücksichtigen, wenn ihr jetzt was Neues ausprobiert, seid großzügig mit euch. Alles, was neu ausprobiert wird, ist erstmal neuronales Netzwerk mäßig ein Trampelpfad. Wenn ihr den öfter geht, wird es ein Radweg. Und wenn ihr ihn doch öfter benutzt, kann es eine Autobahn werden. Neue Wege bedeuten neue neuronale Pfade. Und je öfter wir diese Pfade gehen, desto ausgebauter wird das neuronale Netz. Ja, und ich erinnere nochmal, das ist genau das, was uns in der Kindheit passiert und später auch im Erwachsenenleben. Nur dann nimmt man es nicht mehr so wahr. Aber an Kindern kann man sehen, zumindest an den Ergebnissen ihrer Entwicklung, dass so ein neuronales Netz ausgebaut wird. Sonst wüssten die am nächsten Tag nicht mehr, wie sie den Löffel halten sollen. Sonst hätten wir es auch vergessen. Und ihr wisst ja, es gibt eine Erkrankung, wo das genau das passiert. Ja, das ist die Demenz, wo tatsächlich Gehirnstrukturen kaputt gehen und man dann die einfachsten Dinge vergisst und nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Ja, somit bin ich hier komplett am Ende meines Vortrags und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute fürs weitere Lernen. Wenn ihr an mich noch Fragen habt, die euch irgendwann einfallen, kann auch nächste Woche sein, könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben und schreibt einfach, dass ihr beim Vortrag wart und ihr habt noch die und die Frage. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu den Ausbildungen, wie werde ich Heilpraktiker und so weiter, dann geht ihr zu Thalamus Stuttgart, Telefon, Website. Ich denke, die meisten von euch haben das, sonst wären sie nicht hier. Und dann sage ich auf diesem Weg, ciao, ciao, alles Gute.